Hey Leute, willkommen zurück zu Fallout 4. Ich habe hier im Menü pausiert, weil der kleine Junge will uns gerade in der Wald rumführen. Moin, das schauen wir uns mal an, wo der uns noch hinbringt. Das ist noch ganz schön was los hier. Hier ist die Schule. Miss Katie leitet sie. Meistens ist es langweilig. Aber Oma sagt, ich soll trotzdem hingehen. Deine Oma ist eine kluge Frau, Austin. Gibt es viele Kinder im Wald? Nicht so viele. Der Aufseher sagt, dass wir Bevölkerungskontrolle einsetzen. Was auch immer das ist. Nächster Halt, Krankenhaus. Gehen wir runter. Ich zeig dir die Klinik. Doc Forsyth und Rachel sind okay, denke ich. Aber ich gehe nur hin, wenn es sein muss. Oder Oma mich dazu zwingt. Junge, da geht's raus. Komm, geh mal. Los jetzt. Ich habe übrigens Kate nochmal, sich oben ausziehen lassen. Ich kann sie leider nicht ganz entkleiden, die Gute. Also ihr Korsett behält sie an, egal was ich ihr gebe oder wegnehme. Das kann ich ihr nicht nehmen. Sie hat so wenig und so viel zu geben. Und ich renne jetzt im Silver Shroud Kostüm rum, zumindest hier in der Vault, weil das finde ich sehr schnieke. Das ist unser Krankenhaus. Wenn man verletzt ist oder es einem schlecht geht, kann man herkommen. Dr. Forsyth sagt, ich darf ihn oder Rachel während der Arbeit nicht stören. Warst du schon mal krank? Nur Erkältungen oder so. Hier wird fast niemand krank. Mr. Somerset hat sich aber einmal den Fuß gebrochen. Er hat einen großen Gips bekommen und musste mit Krücken laufen. Jetzt gehen wir zu Erin. Sie wird überrascht sein, wenn sie dich sieht. Komm schon, hier lang. Erin und ich verbringen viel Zeit miteinander. Sie hätte mir nicht geglaubt, dass ich dich herbringen würde. Wahrscheinlich ist hier alles super steril. Deswegen wird auch nie jemand krank, aber die haben wahrscheinlich auch null Abwehrkräfte. Kate, was machst du da? Oh Gott, ich hoffe nicht, dass die jetzt durchdreht, die Liebe. Davon habe ich nämlich schon gelesen. Ja, das habt ihr mir gesagt. Sie ist manchmal ein bisschen außer Kontrolle. So, Junge. Kannst du mal ein bisschen schneller? Was ist da? Was steht da? Reactor. Oh, da darfst du mich aber nicht reinlassen, wenn ich gerade gut drauf bin. Ja, Junge, was jetzt? Komm, Kate. Mach mal keinen Unsinn. Bleib mal bei uns, bitte. Immer bei der Truppe bleiben. Oh, das ist... Ja. Könnte schlimmer sein für ein Kinderzimmer, oder? Erin, guck mal, wer hier ist. Der Besuch aus dem Commonwealth. Wow, du bist wirklich aus dem Commonwealth? Vielleicht. Ja, was ist jetzt? Hallo. Achso. Du bist Austins beste Freundin. Wir sind schon lange Freunde. Es gibt nicht so viele andere Kinder im Vault. Vielen Dank, dass du meine Tour mitgemacht hast. War cool, dich allen zu zeigen. Ich hoffe, du hast nichts, was repariert werden muss. Ach so, ich wurde jetzt vorgezeigt, oder was? Ich geh dann mal raus. Musst nicht auf mich warten. Entschuldigung. Was? Ich hab nicht... Wow. Okay, Leute. Ich muss jetzt sowieso noch ein bisschen nachspielen, weil ich habe ja letztes Mal mit den Vaultbewohnern geredet. Ich bin jetzt einfach bei dem Safe-Game Erin gefolgt und... wie heißt er denn? Austin. Ich bin Austin gefolgt und jetzt muss ich alles nachholen, was ich schon mal gemacht habe. Na gut. Momentchen. Okay. Hab alles nachgespielt. So. Machen wir weiter. In der Vault. Was gibt's denn hier noch? Ich glaube hier immer noch, dass hier irgendwas im Busch ist. Irgendwas ist hier nicht so, wie es sein soll. Guck mal da. Oh, irgendwie ist die Lupe ein bisschen kaputt. Wo ist denn Kate? Mais. Warum liegt hier Mais auf dem Klo? Weiß ja nicht. Kate. Ey, da ist er ja. Bleib sauber. Ja, ich dusche täglich. Danke. Im Ödland ist es zwar ein bisschen schwierig, aber da tut's auch mal ein Strahl aus einem Brahmin. Na. Hallo, Holt. Wenn du was brauchst, geh zu Alexis. Ich habe keine Ahnung von ihrem System. Aha. Meta Pipboy. Geh zu Alexis, wenn er mal Zicken macht. Sie repariert ihn dir. Tut mir leid wegen den Wartungsarbeiten. Das hört im Moment gar nicht mehr auf. Oh ja. Ist ja echt tote Hose so ein bisschen, ne? Ich dachte, hier wird's interessant. Willkommen, willkommen. Oh, hi. Ich hoffe, das wirkt nicht unverschämt, aber ich möchte dich um einen Gefallen bitten. Würdest du medizinische Proben abgeben? Vielleicht nur eine Blutprobe? Übrigens, ich habe jetzt die Untertitel an, wie ihr gesehen habt, weil die sollen verbessert worden sein. Außerdem gibt es bald einen Patch.
durch den man dann auch krank werden kann, Hunger hat, Durst und schlafen muss. Das finde ich ziemlich gut und das werde ich nutzen, weil ich finde es ehrlich gesagt gar nicht so schwer. Vielleicht für ein paar Kronkorken. Vom Aufseher habe ich ein bisschen was dafür bekommen. Wie klingen 50 Kronkorken? Das reicht nicht ganz aus. Ich kann wohl auch den Rest der Zuteilung verwenden. Ich kann dir 100 Kronkorken geben. Das ist das beste Blut im Ödland. Wenn du dein Pfund Fleisch haben willst, muss schon mehr drin sein. Du bist eine harte Nuss. Ich kann dir 150 geben, aber keinen Kronkorken mehr. Setz dich einfach, dann nehme ich dir Blut ab. Okay, also das ist auch nichts, was Kate gefällt. Setz dich hier hin. Es dauert nur einen Moment. Eigentlich will ich aber kein Blut spenden. Komm mal, ich bin unsichtbar. Hat doch nicht wehgetan, oder? Hier sind die versprochenen Kronkorken. Danke, das wird eine große Hilfe sein. Jetzt muss ich sie umgehend vorbereiten. Hast du kurz... Was hey. Was gibt's? Entschuldigung. Ich würde gern mit dir sprechen. Hast du kurz Zeit? Ja klar. Leg los. Das weiß ich zu schätzen. Als Tommy mich zu dir geschickt hat, dachte ich würde dich hassen. Nicht nur, weil du meinen Vertrag übernommen hast, sondern weil ich dachte, dass du mich herumkommandieren würdest, als wäre ich ein Dienstmädchen. Bisher hast du mich aber wie eine Freundin behandelt. Mann, du warst richtig nett zu mir. Ich möchte nicht undankbar sein, aber deine Freundlichkeit macht mich nachdenklich. Wenn ich eins im Combat Zone gelernt habe, dann das. Niemand tut etwas, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Was glaubst du denn, was ich dafür erwarte? Wer weiß. Deine Wäsche waschen, eine Kugel für dich abfangen, deine Ausrüstung schleppen. Wo liegt da der Unterschied? Ich glaube, dass du mich nicht verstehst. Lass mich erklären, was ich meine. Dann verstehst du vielleicht, wo ich herkomme. Ich habe 3 Jahre im Combat Zone gelebt. Es hat nach Kotze und Pisse gestunken. Aber es war mein Zuhause. Ich konnte dort ein paar Kronkorken verdienen, hatte mein eigenes Bett und 3 warme Mahlzeiten am Tag. Dann kamen die Raider und haben dort alles an sich gerissen. Du kennst sie ja. Nicht gerade sanfte Typen. Als sie da waren, musste man ständig aufpassen, nicht plötzlich zusammengeschlagen und ausgeraubt zu werden. Oder noch schlimmer. Ich hatte schnell verstanden, dass ich meine hart verdienten Kronkorken einsetzen musste. Freunde zu kaufen machte das Leben leichter. Deshalb warte ich wohl darauf, dass du mir deine Rechnung stellst. Verstehst du? Du schuldest mir gar nichts. Mir fällt es sehr schwer, dir das zu glauben. Ich sag dir mal was. Gib mir etwas Zeit, dann überlege ich mir eine Gegenleistung. Ich bin kein reiches Mädchen, aber wir werden uns bestimmt einig. Wozu sind Freunde sonst da? Ja, Freunde mit Bonus. Ich hoffe, wir haben genug Verbandszeug. Dr. Forsyth? Angeblich gibt es da draußen Ärzte, die sich auf Gesichtsrekonstruktion spezialisieren. Kaum vorstellbar, Chirurgie unter diesen Bedingungen zu betreiben. Aber ich will wissen, was du mit meinem Blut vorhast. Was ist hier los? Ich verstehe das nicht. Und Kate hat sich hier ganz schön schnell mit mir angefreundet, muss ich sagen. Ich habe die noch gar nicht so lange dabei. Wie lange jetzt? 3 Parts? 2 Parts? Keine Ahnung, auf jeden Fall. Du bist dieser Wanderer aus dem Commonwealth. Ich bin Rachel. Ich unterstütze Dr. Forsyth bei seinen medizinischen Aufgaben. Bist du krank oder verletzt? Hallo, Rachel. Hast du hier im Vault viele Patienten? Nein, die Leute in diesem Vault sind bei erstaunlich guter Gesundheit. Wenn das dann alles wäre, hier wartet Arbeit auf mich. Hallo, Rachel. Es gibt nicht mehr viele Ärzte. Du solltest mich dich mal untersuchen lassen. Okay. Bring mich wieder in Ordnung, Doc. Dann beschreib mir mal deine Symptome. Ich leide unter Priopismus. Mir sind keine Verletzungen aufgefallen. Freut mich zu hören. Sonst noch was? Ja, ich bin gerade total kindisch. Ich bin gesund. Keine Schnittverletzungen oder Prellungen. Gut, ich hoffe, das bleibt so. War sonst noch was? Heute mal keine Schusswunden oder gebrochene Knochen. Gut, sonst noch was? Sag mal... Hab sonst keine Beschwerden. In Ordnung. Stirb mir da draußen nicht. Sonst war meine Arbeit umsonst. Hast gute Arbeit geleistet, Rachel. Entschuldigung, Rachel. Wenn du Hilfe brauchst, kann ich mir dich mal ansehen. Ich bräuchte ein paar Vorräte für unterwegs. Super. Dann schauen wir doch mal. Mhm. Okay, was hast du denn alles? Stimpaks. Ja. Die wollen da immer so viel Kram dafür haben. Das finde ich eine Frechheit. Brennstoff.
Nein, ich werde jetzt keine Fusionskerne verticken, das mache ich nicht. Und am Ende habe ich keine mehr, dann ärgere ich mich. Eine Kryozelle. Die bekomme ich so selten, glaube ich. Ich weiß nicht. Zigaretten geben viel. Superkleber. Ich weiß nicht, ich habe jetzt eigentlich auch genug Kleber wegen der Gemüsestärke da. Das gibt ganz schön viel Kohle. Ich muss irgendwann mal einen Arzt finden, der mir da was draus basteln kann, du. Ja, das teure Zeug verkaufe ich mal. Medex kann weg. Nuka Cherry, Psycho. Vergifteter Wein, ich find's immer noch voll gut. Ey, warte mal. Nee, ich weiß nicht. So, einen behalte ich. Vielleicht brauche ich den ja nochmal. Was kann ich denn noch loswerden? Oh, mein Ehering, der ist ganz schön viel wert. Mache ich aber nicht. Molotov-Cocktails. Nein. Nein, ganz bestimmt nicht die Nuka-Granate. Oh, kacke. Ich muss Munition loswerden. 2mm Kartusche. Ich weiß, ich bin immer voll geizig. Und das ist anstrengend, aber... Wie soll ich sagen? Man bleibt nicht reich, wenn man andauernd Geld ausgibt, versteht ihr? Was? Wenn du krank oder verwundet bist, solltest du zuerst zu Rachel gehen. Wenn es meine Mühe wert ist, ruf sie mich. Wenn du was essen willst, solltest du zu Maria gehen. Sie führt das Sunshine Diner im Atrium. You gotta see her, den. A million and a candlelight. Maria. Ich höre schon. Ich sollte nicht immer in Singen ausbrechen. Burst out in singing. Das ist furchtbar. Warte mal. Wisst ihr, was Kate mag? Das zeige ich euch gleich mal. Oh. Bin versteckt. Ich muss immer darauf achten, dass ich versteckt bin. Warum läuft hier Musik? Von wo vor allem? Hey, hi. Besucher von draußen. Wenn dich mein nichtsnutziger Bruder nach Jet fragt, sag ihm, er soll Leine ziehen. Aha. Wer ist denn dein Bruder? Sein Name ist Bobby. Und er ist mein armseliger Zwillingsbruder. Also kannst du dir vielleicht vorstellen, wie er aussieht. Weißt du, er ist ein Junkie und wird unvorsichtig. Wenn er erwischt wird, bekommen wir beide Ärger. Und so sehr ich dieses Büchsenparadies auch verlassen möchte, so will ich nicht gehen. Okay, ich glaube, der stand direkt hinter ihr, oder? Wenn er süchtig ist, solltest du ihm helfen, clean zu werden. Ich hab's ja schon versucht. Ich hab ihn eine Woche lang eingesperrt. Nach 2 Tagen hat er wieder was genommen. Ich gebe ja zu, dass ich auch schuld daran bin. Bobby bekommt seine Cams von mir und ich halte ihn an der kurzen Leine. Aber jetzt reicht's. Von mir bekommt der faule Sack nichts mehr. Warum unterstützt du seine Sucht? Er ist mein Bruder und er ist überarbeitet. Ich gebe ihm Jet und er lebt auf. Er ist glücklich. Da fühle ich mich auch besser. Deshalb. Jetzt, wo alles aus dem Ruder läuft, ist das eine andere Sache. Er will mich gefährden? Dann bekommt er nichts mehr. Mädchen, er ist nicht glücklich, er ist high. Gut, das ist der erste Schritt, um deinem Bruder zu helfen. Das hätte ich schon lange tun sollen. Aber hier ist alles nicht so einfach. Natürlich hey, ist er das, guck unser mal. Besuch von draußen. Na, verlaufen? Hier unten hey, wird nicht unser gehandelt. Junkie. Wo bin ich? Wo bin ich? Im Generatorraum, siehst du es nicht? Aber ich weiß nicht, ob du überhaupt hier sein darfst. Der Handel findet eigentlich im Atrium statt. Ich kann dir sagen, wie du dorthin kommst. Oh, und hey, falls du Jet dabei hast, würde ich es dir abkaufen. Für 75 Kronkorken? Ich bin kein Dealer. Ich verkaufe keine Drogen. Hey, vergiss einfach, dass ich gefragt habe. Und wenn du unser kleines Gespräch für dich behalten könntest, wäre ich dir dankbar. Aber sag's Tina nicht. Die macht mich sonst nur zur Schnecke. Die steht 2 Meter vor dir, du Vogel. Es hört nie auf. Nur gut, dass wir den alten Rusty haben. Sonst würde hier nie was erledigt werden. Bobby. Oh Mann, ich brauche einen Schuss. Die Leute sollen mir endlich mal meine Ruhe lassen. Ich versuche mich hier nur zu entspannen. Hört sich fast ein bisschen an wie Nathan Drake, aber es ist nicht die Stimme. Fast. Coca-Cola. Lass mal das Radio aus. Ist ja furchtbar hier. Oh. Bitte richten Sie sämtliche Wartungsanfragen an Mr. DeLuca. Sie werden in chronologischer Reihenfolge bearbeitet.
Und? Viel zu tun zurzeit? In der Tat. Mr. De Luca hat es sich zur Lebensaufgabe gemacht, meine Zeit zu verplanen. Ich bin nicht nur auf Reaktorwartung spezialisiert, sondern mache nun auch seine Wäsche, hole Erfrischungsgetränke und räume immer hinter ihm her. Du bist ja eine Nanny. Hilft er denn auch mal bei der Arbeit? Wenn ich mich richtig erinnere, hat er das letzte Mal gearbeitet, als Mr. Whittaker ihn gezwungen hat, den Vorratsraum sauber zu machen. Er hat seinen Missmut über die Arbeit auch lautstark kundgetan. Na, das ist ja ein Sonnenscheinchen. Den hätte ich gerne als Kollegen nicht. Warte mal, ich zeige euch, was Katen mag übrigens. Nee, da komme ich nicht ran. Das sieht sie auf jeden Fall. Muss ich sie beklauen. Lalala. Ich pack dir einen Arsch. Kate hat das gefallen. Da seht ihr mal, das ist super, ne? So, gleich nochmal laden. Weil dann ist das wieder zurückgesetzt. Dann kann ich hier nochmal was klauen vielleicht. Oder ihm. Schon. Oha. Ne. Macht ja keinen Spaß, wenn ich erwischt werde. Das kann doch nicht sein, du. Wie kann ich dem jetzt helfen, vor den Drogen loszukommen? Geht das überhaupt? Ich vermute mal nicht, weil es gab keine weiteren Dialogoptionen. Ich hätte ihm niemals Jet geben sollen. Ja, das ist doof, ne? Warte mal, jetzt hat sie sich rumgedreht. Hat der Jet dabei? Oh, oh. Aber eine Knarre hat er dabei, ja, ist klar. Woher haben die eigentlich dieses Impro-Zeug? Das hat irgendwie jeder. Ich finde das... Ich fände es cooler, wenn die Impro-Waffen ganz besondere Waffen wären. Na gut, ich meine, klar... Ist irgendwie logisch, dass nach 200 Jahren keine Waffe mehr so schusstauglich ist, aber ich fände es trotzdem cooler, wenn das so die besonderen Teile hier wären. Ja, nicht alle auf einmal. Katie wäre begeistert, wenn du zu ihren Schülern sprechen würdest. Ja, absolut. Du solltest mal bei Horatio vorbeischauen, wenn du schon mal hier bist. Wow. Im Commonwealth trifft man wohl nur selten auf Friseure. Die wollen mich alle wohin schicken. Horatio, ja genau, ich wollte mir die Haare schneiden lassen. Die Schrauben hingelegt. Samen. Also ich finde ja diese engen Overalls, die sind ein bisschen gewagt, ne? Einerseits sehr schmeichelhaft. Ah, ich hatte gehofft, dass du vorbeischaust. Ich weiß aus Erfahrung, dass das Commonwealth gnadenlos zur Frisur ist. Also Lust auf einen Haarschnitt? Och. Du warst schon einmal außerhalb des Walls? Ich bin in Quincy geboren und aufgewachsen. Meine Mutter, sie ruhe in Frieden, war Ärztin. Kannst dir ja ihr Gesicht vorstellen, als ich ihr sagte, dass ich lieber Haare schneiden, als Leute zusammenflicken will. Aber genug von mir geredet. Was machen wir mit deinen Haaren? Sagtest du, du kommst aus Quincy? Jawohl. Und sieht aus, als hätte ich Glück gehabt. Wie man hört, haben Gunner die Gegend übernommen. Gibt es was Neues? Angeblich geht Holt seiner Frau fremd. Offenbar treffen er und Tina De Luca sich heimlich. Aber genug von denen. Deine Haare sind eine Katastrophe. Du musst mich dir einfach helfen lassen. Wow. Ich sag ja, die gehen alle fremd mit ihnen. Also die beiden gehen fremd und jeder weiß es, nur die Frau weiß es nicht. Das finde ich ein bisschen... Gibt es was Neues? Wusstest du, dass Bobby De Luca ein Jet-Junkie ist? Der muss aufhören damit, bevor noch jemand zu Schaden kommt dadurch. Und wenn nur er selbst. Arbeitet in der Wartung und ist ständig high. Gut, dass der alte Rusty die meiste Arbeit erledigt. Was gibt es Neues in Vault 81? Hab gehört, dass Aarons Katze Ashes aus dem Vault weggelaufen ist. Aaron ist außer sich. Ich wüsste niemanden, der nach draußen gehen würde, um das Tier zurückzuholen. Ah, hier Kitty. Sehr gut. Was gibt es Neues in Vault 81? In letzter Zeit kaum was, aber ich halte die Ohren für dich offen. Und du möchtest ganz sicher nicht, dass ich mich um deine Haare kümmere? Oh, klingt gut. Gut. Mal sehen, was das Commonwealth mir so beschert hat. Setz dich doch schon mal. Na gut. Kann man mal machen für 15 Kronkorken. Man gönnt sich ja sonst nichts. So. Ich find mich schon cool. So Stil vielleicht. Aha. Oh Mann, da gibt's eine ganze Menge Megatonne. Bitte was? Ach, die habe ich gefunden, ne? Megatonne. Wow. Wow. Nee. Life Crisis. Radwut. Ombre. Die sind irgendwie alle gleich, die ersten Frisuren. Guck mal, selbst gemacht.
ganzen Widerlingen, Wohnwagen-Hit, oh Mann, die sind alle so kacke aus. Kann ich das irgendwie drehen noch? Also. Ey, die Megatonne, ne? Ach, du heiliges Blechle. Nee, so laufe ich bestimmt nicht rum, du. Nö. So lustig ich das auch finde, aber. Mathelehrer. Was? Achso, Kriegsfalke. Die aktualisieren ein bisschen spät. Kriegsfalke finde ich eigentlich ganz cool, ne? So schön. Oh! Unehrenhafte Entlassung. Die ergeben überhaupt keinen Sinn manchmal, die Namen. Special Forces. Ich nehme bestimmt nicht so ein. Oh Gott, nee, ich nehme nicht so ein Undercut. Hör auf damit. Professor Adret. Vollzeitjob, Rebell. Was habe ich noch alles hier? Zottel. Nee. Gepflegt sieht eigentlich am besten aus, finde ich. Ödländer. Ach, es ist nur ein kleiner Stilwechsel, aber. Gepflegt habe ich aktuell. Ich glaube, ich nehme Ödländer, wilde Mähne. Komm, sei mal doch mal verrückt. Machen wir jetzt von der Frisur zu der Frisur. Das ist der Wahnsinn. Schmalzlocke, Alpha-Männchen, nein. Habe ich noch alles? Nee. Anti-Held, Garagenband. Ronan. Hört sich ja gut an. Oder sehe ich so komisch aus? Nee, komm, ich nehme Ödländer. Wunderbar. Also an meinen Bart gehst du bitte nicht, Abenteurer. Der Lincoln. Das sieht alles doof aus. Alles außer Vollbart. Der Barde. Einsamer Wanderer ist bestimmt das, was ich suche. Nee. Oh, wow. Ey, das passt überhaupt nicht. Die Namen, die sind echt total blöd. Wie aus dem... Es ist wie aus der Tonne gezogen. Kannst du nicht wissen. Die haben einfach mal irgendwelche Namen genommen. Bereit für das Ende. Der Lincoln. Ja. Ach komm, ich nehme Abenteurer. Bisschen gestutzter Vollbart, oder? Nee, ich lass das so. Ich lass das so. Ja. Guck mal. Bei dir sollten wir dringend mal nachschneiden. Das hast ist du gerade. Wohl ein Nein. Nein. Nein, 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 nein. Ich gehe nochmal zur Aufseherin. Noch mal ansehen. Das Wasser riecht komisch. Die arme Erin. Ihre Katze ist ins Commonwealth davon gelaufen. Das ist kein Wasser. Na, ich darf einfach rein, ne? Ich bin Ehrengast. Ich bin Vault 111 Bewohner. Ich stehe über euch um 30 Zahlen. Um 30 Ziffern bin ich über euch. Chronologisch stehe ich über den Dingen. Warte mal. Was mich nied- und nagelfest ist, steht zur freien Verfügung. Oh, oh, oh. Hast du gesehen, Kate? Ja, jetzt gefallen. Schön. Oh, die hat aber einen ganz schön dicken Popo. Aufseher McNamara? Warst du schon im Sanitätszentrum bei Dr. Forsyth? Er hat mir gesagt, dass er dich zu gern kennenlernen würde. Forsyth? Wer ist denn da? Ach, die Kinder. Warte mal, ich muss noch mit den Kindern reden. Warum muss ich mit dem Mädchen noch reden eigentlich? Schnell! Sonst rennt die mir weg. Die kann ja nicht weit kommen hier in der Vault, ne? Ich hatte diesen Schraubenschlüssel doch gerade noch in der Hand. Ashes! Entschuldigung, hast du meinen Kater gesehen? Ash ist verschwunden? Ich habe eben gedacht, du rufst nach Ashen. Um Geld bitten? Ich glaube, er hat den Vault verlassen. Ich habe ihn gesehen, als ich herkam. Den Vault verlassen? Oh, bitte bring ihn zurück. Bitte. Niemand sonst würde rausgehen, um ihn zu suchen. Ja, komm, ich kann doch nicht das Kind hier um Geld bitten. Das mache ich auch. Ich bin auch mal nett, ja? Ich suche nach ihm. Danke. Er heißt Ashes und ist ein süßer grauer Kater. Ich will nur, dass er nach Hause kommt. Hybridisierung. Da muss Fehler in der Hybridisierung. Ja, mache ich dann gleich. Ich will erst noch mal kurz für ein wenig Freizeit. Ich will erst noch mal ganz kurz gucken im Zimmer des Aufsehers. Da lässt sich bestimmt noch was einsacken. Immerhin habe ich hier freien Zugang, ne? Lütütütütü, hui. Aha. Ich darf mich hier bedienen. Lancy Fett. War's das schon? Sie hat Mentats.
Was? Gute Frau. Bist du etwa drogensüchtig? Wofür war jetzt der Schlüssel? Ich habe nicht gesehen, dass hier eine Tür aufgeschlossen wurde. Sie sieht mich nicht. Zigarettenpäckchen. Warum haben die eigentlich hier überall... Ups. Oh, oh, oh. Original verschweißter Wunderkleber. Das ist echt der Wahnsinn, was die alles haben. Warum habe ich jetzt nochmal den Schlüssel bekommen? Ein technisches Dokument. Das hört ihr gar nicht, dass ich an ihrem Schreibtisch zu... Einige unserer Bewohner... Oh. Ich weiß nicht, ob das jetzt falsch war. Bewohner sind weniger begeistert über Besucher von draußen, aber beachte bitte, dass sie nicht für uns alle sprechen. Okay. Alles klar. Daunt ist es nicht. Hm. Karate. Ja. Okay. Vorratsanfragen. Motorbeerenkisten, Brahmin Steaks, bla bla bla. Alles uninteressant. Wartungsanfragen. Entlüftung des Atriums, erster Stock. Es gibt ein Leck in der Entlüftung. Muss den Schacht genauer auf Schäden untersuchen. Vielleicht ist ein Austausch eines Teils nötig. Hoffentlich kann ich da was zusammenfuschen. Gang auf der Hauptebene. An den Rohren ist Rost entstanden. Müssen geschweißt und abgedichtet werden. Ich werde Teile des Bodenbelags auswechseln. Muss mir das Ganze genauer ansehen, um das Ausmaß der Schäden einschätzen zu können. Eingang. Die Abdichtung des Betonsockels löst sich anscheinend auf, da sich Wasser in der Verkabelung im Boden gesammelt hat. Muss eine Lösung finden, um alles neu abzudichten und das Wasser zu entfernen. Ja, super. Sehr interessant. Reparatur nichts als Reparaturen. Wenn noch ein Ding in diesem Vault kaputt geht, dann schreie ich. Und mit Schreien meine ich wütend auf die Tasten dieses Terminals hauen und den nächsten frustrierenden Eintrag verfassen. Als ich für Aufseher Bart übernommen habe, hat mir niemand gesagt, dass ich ein sinkendes Schiff erbe. Calvin meint, dass die Schäden nicht einmal von uns oder unserem Alltag stammen. Das ist etwas Externes. Und natürlich ist es für ihn schwieriger, den Schaden einzuschätzen, wenn er extern verursacht wird. Wir können schließlich nicht einfach den Vault ausgraben. Die gute Nachricht, die Reaktoren laufen weiter, ohne zu zicken. 2 Jahrhunderte und kein einziger Vorfall, mit dem der alte Rusty nicht fertig geworden wäre. Auch wenn die Wände um uns herum einstürzen, können wir uns den Untergang also wenigstens bei gutem Licht ansehen. Wunderschön. Das Anti-Commonwealth. Ich habe schon wieder gehört, wie ein Bürger einem der Händler erzählt hat, dass wir sie ja nicht im geringsten brauchen. Was stimmt mit diesen Leuten nur nicht? Holt, Miranda, ist denen denn nicht klar, dass wir ohne die Händler verhungern würden? Außerdem hätten wir nicht die Hälfte der Sachen, die wir für die Reparaturen hier brauchen. Ich verstehe ja die Angst davor, Außenseiter hereinzulassen. Ich war ein Nervenbündel, als wir den Vault nach 2 Jahrhunderten Isolation das erste Mal geöffnet haben. Aber man sollte meinen, dass die Leute nach 10 Jahren aufgeschlossener wären und den Gesichtern trauen würden, die wir jetzt gut kennen. Nicht einmal Horatio wird von allen akzeptiert und er lebt jetzt seit Jahren bei uns. Und klar, ich weiß nicht, was in der Zukunft passieren könnte. Vielleicht ist es nur die Frage der Zeit, bis wir die falschen Personen reinlassen. Oder die falsche Person. Aber das Risiko müssen wir eingehen und die Veränderung müssen unsere Leute akzeptieren, wenn wir die nächste Generation noch erleben wollen. Bobby DeLuca. Wie schwer kann es denn sein, Bobby DeLuca mit Drogen zu erwischen? So groß ist der Vault doch nicht. Ist der Vault doch nicht, ja. Es gibt nur eine begrenzte Anzahl von Verstecken und trotzdem bekomme ich die nächste Beschwerde über seine unschönen Suchten. Das ist in so vielerlei Hinsicht frustrierend. Alle arbeiten hart, fast rund um die Uhr und dann Bobby. Er schläft bei der Arbeit, zu der er noch gar nicht geeignet ist. Er lässt den alten Rusty alles machen. Wenn er nicht high ist, ist er betrunken. Seine Schwester bietet ihm jedes Alibi, das er braucht und so weiter. Ein Teil von mir möchte ihn einfach nur wegsperren, eine Wache vor die Tür stellen und fertig. Soll auch als Bestrafung den Entzug überstehen. Wir alle wissen, dass er das verdient hätte. Essen, herrliches Essen. Ah, Text. Priscilla hat mir gesagt, dass die nächste Karottenernte ins Wasser fällt. Ich wünschte, wir hätten den Platz für konsistenteren Wechsel. Aber sehen wir es positiv. Jetzt vermissen wir die Karotten, aber wir werden uns umso mehr freuen, wenn es wieder welche gibt. Ich werde nie den Tag vergessen, an dem Maria ihre erste Brahmin-Pastete gemacht hat. Ich dachte, ich wäre im Himmel und würde nie mehr abgepacktes Steak essen. Übrigens gegen den Wunsch von Dr. Forsyth. Schon kurze Zeit später hatte ich mich daran satt gegessen und war zurück bei meinem guten alten Salisbury Steak. Aber immerhin sind Marias Mutterbeerentörtchen immer lecker. Obwohl man beim Nachspeisen ja kaum etwas falsch machen kann. Da ist es gut, dass sie sie für besondere Anlässe aufspart. Clever, aber sie ist auch schon lange genug unsere Köchin, dass sie weiß, wie schnell uns unsere Geschmacksknospen im Stich lassen. Jo, gut Leute.
Das war's für den Part. Ich danke fürs Zusehen. Wir sehen uns wieder in Vault 81 und in Fallout 4. Bis dann.